von oben auf rechts einschalten. Von oben unten einschalten. Jetzt, jetzt, jetzt. Wir müssen deshalb den Sofortausstieg durchsetzen. Vorrang müssen endlich die Lebens- und Überlebensinteressen der Bürger vor den Gewinn- und Machtinteressen der vier Atomkonzerne haben. Es ist wichtig zu demonstrieren, um zu zeigen, dass solche Sachen nicht über unsere Köpfe hinweg entschieden werden dürfen. Nur weil es irgendwelchen Industriebossen und irgendwelchen Energiekonzernen in den Kram passt, kann nicht mit dem Leben der Menschen und gespielt werden. Ja, ich denke, es ist ein Riesenerfolg. Wir haben vor nicht mal zwei Wochen die Idee geboren, als Antwort auf die Katastrophe in Japan, in Deutschland ganz viele Menschen auf die Straße zu bringen, ein klares Signal an die Politik der Bundesregierung setzen. Vier Großdemonstrationen in vier Städten. Es sind unglaublich viele Menschen gekommen. Wir mussten jetzt in Berlin und in München die Zahlen auch noch mal nach oben korrigieren, weil einfach während der Kundgebung noch ganz, ganz viele Menschen gekommen sind. Es sind jetzt in Berlin alleine 120.000 Menschen und damit insgesamt sind heute 250.000 Menschen auf die Straße gegangen in diesen vier Orten. Und das ist schon ein Riesenerfolg und ich hoffe, dass dieses klare Signal von der Bundesregierung auch so aufgefasst wird, dass es jetzt darum geht, möglichst viele Atomkraftwerke möglichst schnell vom Netz zu nehmen. Anti-Atom! 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 Und jetzt alle! Anti-Atom! 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 Ich glaube, dass tatsächlich viele Menschen zum ersten Mal heute nicht nur für den Atomausstieg demonstriert haben, sondern überhaupt an einer Demonstration teilgenommen haben. Das zeigt nur, wie tief die Betroffenheit ist über die Politik, die noch vor einem halben Jahr sich dafür eingesetzt hat, dass unbedingt auch die ältesten Atomkraftwerke in Deutschland 8 weitere Jahre laufen müssen. Und die können jetzt innerhalb von wenigen Tagen vom Netz genommen werden. Und es passiert gar nichts. Es erhöht sich nicht einmal der Strompreis. Also das heißt, die Menschen erkennen, dass sehr viele sogenannte Fachargumente Lobbyargumente sind, weil es in Wirklichkeit um was ganz anderes geht. Es geht nämlich darum, dass die Konzerne mit der Laufzeitverlängerung nicht einige 100 Millionen verdienen, sondern über 100 Milliarden Euro zusätzlich an Gewinn sich versprochen haben und dass die Politik davon auch einen Teil dann abschöpfen wollte. Das ist der wahre Grund und das empört die Menschen mehr denn je. Es ist nur diese eine Welt und wenn wir jetzt nicht handeln, wüsste ich nicht wann. Das ist veraltete Technik, weg damit. Atomkraft ist nicht beherrschbar und daher muss sie abgeschaltet werden. Schluss mit Atomkraft. Atomkraft abschalten! Atomkraft abschalten! Sofort!